Zürich. März 2020. Sie sehen einen leeren Flughafen. Freiburg. März 2020. Die Haupteinkaufsstraßen menschenleer und auch der Markt am Münsterplatz ist meistens voller. Halle. März 2020. Hier kontrollieren Polizisten Autofahrer. Hier darf nur der lang, der einen triftigen Grund hat. Ich bin draußen unterwegs, weil meine Frau ein Baby bekommt und die im Kreißsaal ist. Was ist passiert? Ein Virus bringt die Welt zum Stillstand. Von einer Epidemie zu einer Pandemie. Oder alles nur eine große Verschwörung und Panikmache? Wir wollen mit dieser Reportage den Ganzen einmal auf den Grund gehen und aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Eine gespenstische Sache ist das. München ist fast wie eine Geisterstadt jetzt momentan. Ich kann es nicht ganz verstehen. Corona hin, Corona her. Am 31. Dezember 2019 wurde die WHO durch die chinesischen Behörden offiziell darüber informiert, dass sich mehrere Fälle von schwerer Lungenentzündung in der Stadt Wuhan in der Provinz Hubei ereignet hatten und ein neues Coronavirus identifiziert worden ist. Über 95% der Menschen, die erkrankt sind, hatten etwas mit Wuhan zu tun. Entweder waren sie zu Besuch in der Stadt oder sie leben dort. Das ist das Besondere. Die Übertragung von Mensch zu Mensch wurde nun an zwei Orten bestätigt. Interessant ist hierbei, dass Chinas allererstes Labor der Biosicherheitsstufe 4 nur 40 Meilen von dem Ort entfernt liegt, an dem dieser Virus angeblich seinen Ausbruch hatte. Es wird angenommen, dass auf einem Markt das Virus auf den Menschen übertragen wurde. Bereits am 30. Januar 2020 wird von der WHO die gesundheitliche Notlage mit internationaler Tragweite ausgerufen und am 11. März 2020 wird die Epidemie zur Pandemie erklärt. Wir wissen nicht, welche Art von Schaden der Erreger anrichten kann, wenn er sich in einem Land ausbreitet, das ein schwaches Gesundheitssystem hat. Deshalb müssen wir jetzt handeln und den Ländern helfen. Der Unterschied zwischen einer Epidemie und einer Pandemie ist, dass eine Epidemie sich auf ein Land oder Region beschränkt. Von einer Pandemie spricht man, wenn die Ausbreitung einer Krankheit über mehrere Kontinente oder weltweit geschieht. Jedes Jahr zur Grippewelle wird von der WHO eine Pandemie ausgerufen. Aber fangen wir zunächst einmal mit ein paar grundlegenden Dingen an. Das Coronavirus, Covid-19 oder auch SARS-CoV-2 genannt, wurde erstmals Mitte der 60er Jahre identifiziert. Das Virus ist bekannt, ja, seit den 60er Jahren. Es gibt ja auch zwei Coronavirus-Arten, die hier in der Bevölkerung auch vorkommen. Mindestens zwei, die harmlos sind und im Endeffekt völlig unauffällig sind. Benannt wurden diese Viren so wegen ihrer zackenartigen Struktur. Es soll eine genetisch hochvariable Art von Viren sein, welche durch Überwindung der Artenbarriere auch mehrere Wirtsspezies infizieren kann. Ihre Vertreter verursachen bei Wirbeltieren wie Säugetiere, Vögeln und Fischen sehr unterschiedliche Erkrankungen. Krankheitsverläufe bei Menschen sind unspezifisch, vielfältig und variieren stark. Von symptomlosen Verläufen bis hin zu potenziell tödlich verlaufenden Krankheiten. Die Infektionswege in der Bevölkerung ist zu einem die Tröpfcheninfektion. Es wird aber auch davon ausgegangen, dass es theoretisch möglich ist, eine Übertragung durch Schmierinfektion oder eine Ansteckung über die Bindehaut der Augen. Die Inkubationszeit liegt bei 2 bis 14 Tagen. Covid-19. Wer ist besonders gefährdet? Zur Risikogruppe zählen besonders chronisch Vorerkrankte und ältere Menschen. Doch wer ist am häufigsten betroffen? Hier ein Überblick. Für ältere Menschen ab etwa 50 Jahren steigt das Risiko für einen schweren Verlauf. Auch bei Rauchern könnte SARS-CoV-19 einen schweren Krankheitsverlauf auslösen. Menschen mit Diabetes, Krebs oder geschwächtem Immunsystem sind ebenfalls gefährdet. Die regelmäßige Einnahme von Medikamenten schwächt die Immunabwehr, wie zum Beispiel Cortison. Da zu Beginn einer Epidemie im eigenen Land nicht ausreichend Daten vorhanden sind, verwendet das Robert-Koch-Institut für eine Gefährdungsabschätzung deshalb Daten aus anderen Ländern, die früher betroffen waren. Im aktuellen Fall aus China und Italien.
Aus den in China Labor bestätigten gesammelten Fällen, die zum größten Teil aus der Provinz Hubei stammten, verliefen die Erkrankungen milde bis moderat. Laut Robert-Koch-Institut sind bisher vor allem Patienten gestorben, die bereits schwere Grunderkrankungen hatten oder älter waren. Auch die gesammelten Daten aus Italien zeichnen den gleichen Trend ab. Eine Studie des italienischen Instituts für Gesundheit weist darauf hin, dass 99% der Menschen, die in Italien an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben sind, eine oder mehrere Vorerkrankungen hatten. 48,5% der Todesopfer hatten unter mindestens drei Vorerkrankungen gelitten. Bei 25,6% wurden zwei und bei 25,1% eine Vorerkrankung festgestellt. Und bei 0,8% gab es keine Vorerkrankung. Das Durchschnittsalter infolge einer Coronavirus-Infektion gestorbenen Menschen liegt in Italien bei 79,5 Jahren. Bisher sind auch 17 Menschen unter 15 Jahren gestorben, die allerdings alle schwere vorbestehende Erkrankungen hatten. Nun stellt sich allerdings die Frage, wie aussagekräftig ist die Gefährdungsabschätzung des Robert-Koch-Instituts, basierend auf den Daten von China und Italien wirklich sind. Die chinesischen Daten werden sehr häufig angezweifelt und aus Italien liegen laut des Robert-Koch-Instituts keine vor. Am 19. März 2020 stellte eine Dame bei Frag den Staat eine Anfrage an das Robert-Koch-Institut. In Italien sterben im langfristigen Durchschnitt um die 1500 bis 1600 Menschen je Tag nach meinen Internetrecherchen. Wie hat sich diese Zahl exakt entwickelt im Januar, Februar, März 2020 und jeweils im Vergleich zum Vorjahr 2019 und gegebenenfalls 2018? Die Sterberate liegt bei 10,7 pro 1000 Einwohner. Hat sich diese und wenn ja, wie seit Corona verändert? Bitte nur präzise und korrekte Zahlen. Antwort des Robert-Koch-Instituts am 19. März 2020. Sehr geehrte Frau, zu den von Ihnen erbetenen Daten liegen uns keine amtlichen Aufzeichnungen vor. Die Frage müsste an die italienischen Statistikämter gerichtet werden. Mit freundlichen Grüßen. Wenn aus Italien diese Daten dem Robert-Koch-Institut überhaupt nicht vorliegen, wie kann dann basierend auf diesen Daten und den angezweifelten Zahlen aus China eine Gefährdungsabschätzung gemacht werden? Auch ist die Methode, wie die Corona-Todesfälle in Italien gezählt werden, mehr als fragwürdig. Bericht aus der Tagesschau vom 21. März 2020. Leiter des Zivilschutzes in Italien, Angelo Borelli. Ich möchte aber nochmal darauf hinweisen, dass wir alle Verstorbenen zählen, dass wir nicht unterscheiden zwischen Corona-Infizierten, die gestorben sind, und denen, die wegen des Coronavirus gestorben sind. Aber auch in Deutschland wird diese recht fragwürdige Methode der Zählung von Corona-Todesfällen angewandt. Pressekonferenz des Robert-Koch-Instituts am 20. März 2020. Mit RKI-Präsident Lothar Wieler. Was zählt als ein Corona-Todesfall in Deutschland? Wenn man auch andere Krankheiten hat, wird das als Coronavirus-Todesfall erzählt? Also die Antwort ist die, die ich schon lange gebe und die korrekt ist. Wir stehen am Anfang einer Epidemie. Wenn eine Epidemie, Sie hier also eine Kurve vorstellen, dann sind wir links unten noch. Wir rutschen aber immer weiter nach oben. Ja, wir haben es früh erkannt, weil wir früh getestet haben und wir werden leider in Zukunft mehr Fälle haben. Bei uns gilt als Corona-Todesfall jemand, der bei dem eine Coronavirus-Infektion nachgewiesen wurde. Überspitzt könnte man jetzt sagen, wenn jemand einen Autounfall hatte, an dem er eigentlich gestorben ist und mit dem Coronavirus infiziert war, würde dieser automatisch als Corona-Todesfall gezählt. Professor Walter Ricciardi, wissenschaftlicher Berater des italienischen Gesundheitsministers, sagt, dass die Sterblichkeitsrate in Italien möglicherweise auch so hoch erscheint, da die Art und Weise, wie die Todesfälle in unserem Land kodieren, ist sehr großzügig in dem Sinne, dass alle Menschen, die in Krankenhäusern mit dem Coronavirus sterben, an dem Coronavirus sterben. Das Alter unserer Patienten in Krankenhäusern ist wesentlich älter. Das Durchschnittsalter liegt bei 67, in China bei 46 Jahren. Im Wesentlichen ist die Altersverteilung unserer Patienten auf ein höheres Alter beschränkt, was die Letalität erheblich erhöht. Die Sterblichkeitsrate liegt derzeit in Italien bei etwa 10%.
China dagegen liegt bei einer Sterblichkeitsrate von 4%. Wie Professor Ricciardi schon gesagt hat, liegt die hohe Sterblichkeitsrate in Italien an der Art und Weise, wie die Corona-Todesfälle gezählt werden. Dass mit dieser Methode der Zählung von Todesfällen die Sterblichkeitsrate weitaus höher ausfällt, ist aus mathematischer Sicht logisch. Die Sterblichkeitsrate ergibt sich aus der Zahl der Infizierten und denen, die an den Folgen dieser Infektion gestorben sind. Nun werden aber alle Todesfälle gezählt, die zwar infiziert waren, jedoch nicht an den Folgen des Virus gestorben sind. Diese falschen Zählungen treiben zu einem die Sterblichkeitsrate nach oben und zum anderen ist die Zahl der Infizierten weitaus höher als die bestätigten Fälle. Das Virus wird in erster Linie von Mensch zu Mensch übertragen. Jeder muss verstehen, dass er mindestens 1,50 Meter, 2 Meter Abstand halten soll, damit er keinen anderen ansteckt. Wer krank ist, bleibe bitte zu Hause. Da die Zahl der Infizierten weitaus höher liegt als die bestätigten Fälle, wird auch hier die Sterblichkeitsrate verzerrt. An dieser Stelle werden wir die jährliche Influenza-Pandemie und die Corona-Pandemie miteinander vergleichen. Wir betonen ausdrücklich, dass wir hier keinen Vergleich zwischen den Influenza-Virus und den Coronavirus machen, sondern lediglich die Situation miteinander vergleichen. Die saisonale Influenza ist eine akute virale Infektion, die ganz leicht von Mensch zu Mensch übertragen werden kann und sich weltweit ausbreitet. Die meisten Menschen erholen sich innerhalb einer Woche, ohne medizinische Betreuung zu benötigen. Die häufigsten Erkrankungen der Atemwege im Zusammenhang mit der saisonalen Influenza. Todesursache ist dann meist eine bakterielle Lungenentzündung, die entsteht, nachdem Grippeviren die Lunge vorgeschädigt haben. Grippeviren mutieren häufig. Das führt dazu, dass sie mal mehr, mal weniger aggressiv sind. Die Zahl der Todesfälle schwankt daher stark. Jedes Jahr verursachen Influenza-Infektionen weltweit ungefähr 500 Millionen Erkrankungsfälle. Weltweit sterben jedes Jahr zwischen 290.000 bis 650.000 Menschen an den Folgen der Influenza, was von vielen Menschen ohne größere Besorgnis zur Kenntnis genommen wird. Jedes Jahr sterben etwa 500.000 Menschen an einer Influenza weltweit, eine halbe Million. Die starke Grippewelle in der Saison 2017-2018 hat in Deutschland die höchste Zahl an Todesfällen der vergangenen 30 Jahre gefordert. Nach Meldung gemäß dem Infektionsschutzgesetz von der 40. Meldewoche 2017 bis zur 20. Meldewoche 2018 wurden dem Robert-Koch-Institut 334.000 labordiagnostische bestätigte Infektionen und rund 60.000 hospitalisierte Influenza-Fälle übermittelt bekommen. Die Grippeansteckungsrate bewegt sich 2017-2018 im Bereich von 1 bis 2, in dem für die Influenza üblichen Bereich. Die Ansteckungsrate bei Corona liegt schätzungsweise bei 2 bis 3. Die Ansteckungsrate ergibt sich aus den übermittelten Daten an das Robert-Koch-Institut. Da es aber weitaus mehr Infizierte gibt, die nicht erfasst werden können, liegt sie mit hoher Wahrscheinlichkeit auch viel höher. Zu den Risikogruppen gehören Schwangere, Menschen mit chronischen Erkrankungen, über 60-Jährige, sowie medizinisches Personal. Sie sind durch das Grippevirus besonders gefährdet. Auch bei der Influenza kommt es zu schwerer akuter respiratorischer Infektionskrankheiten, kurz SARI, vor. In der Grippewelle 2017-2018 waren es in der Spitze bei den über 60-Jährigen rund 1200 SARI-Fälle pro Woche, die mindestens 7 Tage auf Intensivstation behandelt wurden. Insgesamt kam es während der Grippewelle 2017-2018 bei den über 60-Jährigen zu über 50.000 SARI-Fällen. Die echte Grippe oder Influenza ist eine schwere Infektionserkrankung, die mit hohem Fieber, mit Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit einhergeht und von der man sich nur innerhalb einer Woche langsam erholt und für die körperliche Schonung für mehrere Tage unbedingt notwendig ist, um Komplikationen wie Lungenentzündung, Gehirnhautentzündung oder Herzmuskelentzündung zu vermeiden. Keine Infektionskrankheit ist weltweit für so viele Krankheits- und Todesfälle verantwortlich wie die Influenza. Die Infektion kann klinisch ein weites Symptomspektrum verursachen. Von einem nahezu unauffälligen Verlauf mit milden Erkältungszeichen bis zur schweren, beatmungspflichtigen Pneumonie. Die häufigste Komplikation der Influenza ist die Influenza-assoziierte Pneumonie mit all ihren Folgeerscheinungen. Eine weitere Komplikation bei intensivmedizinisch behandelten Patienten mit Influenza ist die invasive pulmonale
Aspergillose, die mit einer hohen Sterblichkeit einhergeht. Unter einer invasivpulmonalen Aspergillose versteht man eine Infektion durch Schimmelpilze verursacht und die Lungen betreffend. Seltene Komplikationen sind Meningitis, Entzündung der Hirn- und Rückenmarkshäute, oder Enzephalitis, Entzündung des Gehirngewebes, Perikarditis, Herzbeutelentzündung, Myokarditis, Herzmuskelentzündung, Myositis, entzündliche Erkrankung der Skelettmuskulatur, und Rhabdomyolose, Zersetzung von großen Mengen Muskelzellen. Bei schweren Verläufen kommt es zu Nierenversagen. Diese Komplikationen treten öfter bei Patienten auf, die zu Risikogruppen gehören. Durch die Influenza sterben 2017-2018 schätzungsweise alleine in Deutschland 25.100 Menschen. Wie das Robert-Koch-Institut mitteilte und hatte das deutsche Gesundheitssystem an seine Grenzen gebracht. Die Krankenhäuser sind total überlastet. Durch die Grippewelle sind in den Häusern fast doppelt so viele Patienten als normal. Hinzu kommt großer Personalmangel. Teilweise mussten private Krankenhäuser die Aufnahme von Notfällen verweigern. Wenn Sie eine schwere innere Blutung haben oder eben zum Beispiel einen instabilen Herzinfarkt, dann zählt im Grunde genommen wirklich jede Minute im Rettungsdienst. Das ist nicht bei allen Patienten so. Wenn Sie sich vorstellen, wenn Sie in ein Klinikum müssen, was 20, 30 Kilometer weg ist, obwohl Sie hier eins haben, was Sie 3 Kilometer vor der Tür haben, dann ist das für den Patienten schlecht. Und im schlimmsten Fall kann er letztendlich auch versterben durch so eine Situation. Wir sind überfordert. Wir können uns keine Zeit nehmen für unsere Patienten. Das ist eigentlich mit das Wichtigste. Zuwendung, Zeit. Es bleibt total auf der Strecke. Durch Pflegefachmangel, Bürokratie, permanenter Unterfinanzierung und die Einführung der Fallpauschale haben dazu geführt, dass das deutsche Gesundheitssystem immer mehr labiler wird, bis es irgendwann in sich zusammenbricht. Mit der Einführung der Fallpauschale nach dem German Diagnosis Related Group System, kurz GDRG-System, entwickelte sich für die Krankenhäuser eine völlig veränderte Situation. Denn nur dasjenige Krankenhaus, das mit möglichst geringen Kosten in der Lage war, Kranke in möglichst kurzer Zeit abzufertigen, machte nun Gewinne. Wer sich aber auf zeitraubende, empathische Medizin einließ, der machte Verluste. Unternehmensberater, eine bislang in Krankenhäusern völlig unbekannte Berufsgruppe, wuselten plötzlich in allen Krankenhäusern, in jeder Abteilung, auf jeder Station herum. Sie prüften, ob, wo und wie viel Personal gespart werden konnte. Die Frage war nicht, was braucht der Kranke, sondern was bringt er uns ein? Die Frage war nicht, wie viele Ärzte und Pfleger werden für eine gute Medizin gebraucht, sondern wie viele Stellen können wir streichen? Die Ärzte und Pfleger waren einem immer größer werdenden Arbeitsdruck gnadenlos ausgeliefert. Die Liegezeit hat sich inzwischen halbiert. Die Zahl der Patienten ist um ein Fünftel gestiegen. Gleichzeitig wurden 60.000 Stellen in der Pflege gestrichen. Viele Ärzte und Pfleger können so nicht mehr arbeiten, ohne selbst krank zu werden. Also wir haben keine extra Station, die wir jetzt aufmachen können, wenn so eine Endemie-Situation ist. Ne? Wir gucken immer, dass wir die im Haus verteilen. Das Problem aktuell ist, dass das halt schon eine längere Zeit jetzt so anhält und damit auch unsere Bettenkapazität im Haus relativ erschöpft ist. Der Pflegenotstand ist seit Jahren bekannt und politisch oft diskutiert. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat es sich zu einer seiner Hauptaufgaben gemacht, den Personalnotstand in der Pflege zu verbessern. Im Kampf gegen den Fachkräftemangel in der Pflege fordert er bessere Arbeitsbedingungen in Pflegeberufen. Passiert ist bisweilen nicht viel. Nach wie vor ist die Situation die gleiche. Personalmangel, unzureichende Ausrüstung und Bezahlung des medizinischen Personals in den Krankenhäusern sowie eine permanente Arbeitsüberlastung. Diese ständige Ignoranz der Politik und der Regierung hat unser Gesundheitssystem an einen Punkt gebracht, an dem schon die jährliche Influenza-Saison Deutschland in eine gesundheitliche Krise befördert. Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, erwartet von den Krankenhäusern, dass sie auf die Krise vorbereitet sind. Es gibt Tage, wo wir Engpässe haben, das merkt man in ganz Frankfurt und natürlich auch in unserem Krankenhaus. Also da hat ganz Frankfurt ein Problem, dass es keine freien Betten mehr hat.
Wir müssen Löcher stopfen, eben weil doch ein Teil der pflegerischen und ärztlichen Mitarbeiter ausgefallen sind und die anderen das durch mehr Arbeit kompensieren müssen. Damit sich die Krankenhäuser wirklich auf diese Krise vorbereiten können und weitere Kapazitäten für Beatmungsbetten und Intensivbetten zu schaffen, benötigen die Kliniken finanzielle Unterstützung von der Regierung. Da durfte der am 20.03.2020 bekannt gewordene Gesetzentwurf zum Ausgleich der finanziellen Belastung für die Krankenhäuser ein herber Schlag ins Gesicht gewesen sein. Der geplante Schutzschirm verkennt völlig die Realität im Gesundheitssystem. Der Gesundheitsminister, Jens Spahn, bricht damit sein persönliches Versprechen und das der Bundesregierung, die auch in Krankenhäusern tätigen Ärzte und Pfleger in der akuten Corona-Krise umfassend zu schützen und zu entlasten. Es ist komplett unverständlich, dass der Bundesgesundheitsminister in der historischen Krise nicht alles daran setzt, das Gesundheitssystem in Deutschland sturmfest zu machen. Mit dem aktuellen Gesetzentwurf sind Kurzarbeit, Massenentlassungen und Insolvenzen in vielen Krankenhäusern unabwendbar. Der Gesetzentwurf riskiert damit die Gesundheit und das Leben von sehr vielen Menschen, die an Corona erkranken werden. Aber auch von den vielen Menschen, die ja auch weiterhin ihr Krankenhaus benötigen, sagte Kai Hanke, Leiter der Asklepiose-Klinik in Hamburg-Nord. Die wichtigsten Aspekte, die die Kliniken in akuten Existenznöten bringen werden. Kein Ausgleich für den Mehraufwand für Verbrauchsmaterialien, Atemschutzmasken, Desinfektionsmittel, Schutzanzügen und Co. Aufbau dringend benötigter Intensivkapazitäten wird grundlos verzögert, benötigt vorherige Genehmigungen des jeweiligen Bundeslandes. Pauschalbetrag pro Intensivbett laut Gesetzentwurf bei 30.000 Euro deckt nicht in Ansatz die Kosten, die bei 90.000 Euro liegen. So verlangsamt sich der Aufbau von Intensivbetten deutlich oder kann von den Krankenhäusern erst gar nicht geleistet werden. Unverhältnismäßige Bürokratie wird nicht ausgesetzt und schränkt Versorgung ein. Krankenhäuser sollen einerseits Intensivkapazitäten aufbauen, diese aber aufgrund strikter Personalvorgaben und Strukturprüfungen in der Realität gar nicht betreiben können. Schon vor der Krise herrschte Pflegepersonalmangel. Nina Magdalena Böhmer, 28-jährige Krankenpflegerin aus Berlin, hat ihre Wut bei Facebook Luft verschafft. Die junge Frau ist in Zeiten der Corona-Krise in einem Berliner Krankenhaus im Einsatz und hat sich nun überdeutlich über die Ausstattung von Krankenschwestern und Pflegern im Kampf gegen das Coronavirus beschwert. Fassen wir einmal zusammen. Erst sollen wir einen Mundschutz und Schutzkittel für mehrere Patienten benutzen. Wir sollen weiterarbeiten, wenn wir Kontakt zu einem Corona-Covid-19-Patienten hatten. Dann werden Personaluntergrenzen ausgesetzt, für die lange gekämpft wurde. Das heißt, scheißegal, es könnten eine Pflegekraft 50 Patienten betreuen. Dann sagt Herr Spahn, es geht gar nicht um die Bezahlung in dem Beruf. Es ist nur wichtig, den Job attraktiver zu machen. Und jetzt müssen wir nicht mehr in Quarantäne nach Kontakt. Wir können schon früher zur Arbeit gerufen werden, sagt das RKI. Diejenigen, die hier empfehlen, dass am besten alle zu Hause bleiben sollen, wegen dem gefährlichen Virus. Schämt euch, diejenigen, die das RKI hoch in den Himmel heben. In einem Beruf, der jahrelang unterbezahlt ist, wo alle am Limit arbeiten, wir sollen jetzt die Helden sein und werden so behandelt? Eigentlich sollten genau jetzt alle Pflegekräfte ihren Job kündigen. Ich bin richtig doll traurig und enttäuscht. Ich fühle mich verarscht. Und ich kann es nicht fassen. Ich bin ernsthaft sprachlos. Vielleicht kann man jetzt meine Posts verstehen. Ich bin sauer. Und euer Klatschen könnt ihr euch sonst wohin stecken, ehrlich gesagt. Tut mir leid, es so zu sagen, aber wenn ihr helfen wollt oder zeigen wollt, wie viel wir wert sind, dann helft uns, für bessere Bedingungen zu kämpfen. In einem Beitrag für den Tagesspiegel schrieb sie zudem: Vor ein paar Wochen hat Jens Spahn entschieden, wegen Corona die Personaluntergrenzen für bestimmte Stationen aufzuheben. Natürlich ist das jetzt eine Ausnahmesituation, aber es war doch vorher schon kaum zu schaffen. Wir sind keine Maschinen. Der Pflegenotstand ist ja seit Jahren bekannt. Schwere Vorwürfe also gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung und mutmaßliche Einsparungen im Gesundheitssystem. Die junge Pflegerin ist mit ihrem Ärger und ihrem Frust derweil nicht alleine. Immer mehr hagelt es seitens des medizinischen Personals an ihrer Regierung und den Umgang mit der Corona-Krise. Es gibt für das medizinische Personal nur unzureichende Schutzbekleidung, um sich und andere zu schützen.
Mundschutz und Schutzgürtel werden für mehrere Patienten benutzt. Dies erhöht das Ansteckungsrisiko maßgeblich und somit auch die Ansteckungsgefahr für die Risikogruppen, die dort vermehrt vertreten sind. Es soll trotz Kontakt mit einem Covid-19-Patienten weiterarbeiten, solange bis die ersten Symptome auftreten oder ein Test sie positiv testet. Falls das Klinikpersonal überhaupt getestet wird. Keine Quarantäne und keine besonderen Sicherheitsmaßnahmen werden ergriffen, um die Ausbreitung zu verhindern. Bisher war es so, dass es nur bei bereits diagnostizierten Covid-19-Patienten zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen gab. Mittlerweile gelten diese auch für neue Patienten. Dazu zählen Befragungen und Temperaturmessungen. Für alle anderen Personen gibt es seit spätestens 16. März in allen Krankenhäusern Besuchsverbote. Seitdem es Zugangsbeschränkungen gibt, werden bei Ärzten und Pflegepersonal die Ausweise kontrolliert und je nach Krankenhaus teilweise auch Temperaturkontrollen eingeführt. Notärzte oder Sanitäter können sich ohne Kontrollen in allen Krankenhäusern bewegen. Das birgt Risiken. Besonders Notärzte und Sanitäter sind permanent unterwegs, haben Kontakt mit vielen verschiedenen Patienten, die oft älter als 60 Jahre sind oder Vorerkrankungen haben und damit zur Risikogruppe zählen. Dennoch gibt es für sie keine besonderen Sicherheitsmaßnahmen. Je mehr Ärzte, Pfleger und Sanitäter unbemerkt infiziert sind, desto größer ist das Risiko, gerade die Risikogruppen, die wir versuchen zu schützen, mit der für sie meist todbringenden Krankheit Covid-19 anzustecken. Was bringen Kontaktverbote, Ausgangssperren und die Maßnahmen, wenn gerade dort, wo die Mehrheit der Risikogruppen vertreten sind, so fahrlässig seitens der Regierung gehandelt wird? Wir sind im Telefoninterview mit einem Pfleger aus der Schweiz, der uns einiges über die Zustände in der Klinik, in der er arbeitet, schildert. Aus Angst, seine Anstellung zu verlieren, möchte er unerkannt bleiben. Hat sich Ihr Pflegeheim auf die vorstehende Epidemie vorbereitet und wie hat es reagiert, als die ersten positiv getesteten Fälle bei Ihnen im Heim auftraten? Die Klinik hat sich als solches vorbereitet auf die Epidemie. Das Kittel-Mundschutz, also der normale OP-Mundschutz sowie FFP2, FFP3-Masken organisiert wurden. Als erste positiv getestete Fälle auftraten, wurde eine Station als ISO-Station umfunktioniert, um da die positiv und negativ getesteten Patienten voneinander ordentlich zu trennen. Ein wohliges Gefühl gab es dann halt aufgrund der Tatsache, dass teilweise die Schutzbekleidung kurzzeitig knapp wurde, sodass Kittel öfter getragen wurden. Aus der ursprünglichen Dienstanweisung, dass der OP-Mundschutz alle 2 Stunden gewechselt werden soll, dann doch ausreichte auf 8 Stunden ein Mundschutz pro Schicht. Und die Aussage, dass der normale OP-Mundschutz halt ausreicht, wenn man gleichzeitig mitbekommt, wie Ärzte mit doppeltem Mundschutz halt die Patientenzimmer betreten, wo der Verdacht auf Positives oder halt auf der ISO-Station die positiv getesteten, die Ärzte mit normalen OP-Mundschutz plus FFP3-Maske reingingen und wir als Pflegepersonal mit normalen OP-Mundschutz. Auf die Frage, warum die Ärzte da sich so absichern, war so die gängige Antwort, wir als Ärzte sind da schon ein bisschen älter. Und von Covid-19 sind ja nur Ältere betroffen und eigentlich keine Jüngeren, sodass wir da auch nicht so den Gefahrenbereich zählen. Wenn das Personal Kontakt mit einem Covid-19-Patienten hatte, ohne ausreichende Schutzkleidung, was ja anscheinend öfters passiert, wie wird dann damit umgegangen? Versorgt er oder sie dann weiterhin die Patienten oder dann nur ausschließlich Covid-19-Patienten? Wird das Klinikpersonal häufiger getestet? Wir als Pflegekräfte pflegen natürlich die Zimmer, wo potenziell Covid-Patienten liegen, wo noch das Ergebnis aussteht, sowie nicht isolierte Zimmer, also die Patientenzimmer, die auf Verdacht sind sofort als Kontaktisolation betrachtet und werden so behandelt, sodass man dort mit Kittel reingeht und die Pflege mit Kittel vorsieht. Aber eine räumliche Trennung jetzt oder zimmerliche Trennung von Pflegepersonal erfolgt nicht. So
sodass man halt als Pflegekraft sowohl potenzielle Covid-19-Patienten und Nicht-Covid-19-Patienten pflegt. Bei positivem Ergebnis erfolgt natürlich sofort die Verlegung auf die Isolationsstation, sodass dann auch grundsätzlich von den 100%ig positiv getesteten und den negativ behandelten Patienten oder negativen Patienten auch eine räumliche Trennung besteht. Das heißt, dass sich der Virus ungehindert in der ganzen Klinik verbreiten kann? Das Personal wird durch mangelnde Schutzkleidung und unverantwortliche Dienstanweisungen zum Risiko der Risikogruppen, die ja gerade in Pflegeheimen und Krankenhäusern vermehrt vertreten sind und eigentlich diejenigen sind, die es zu schützen gilt. Da das Besuchsverbot schon vor Auftreten der ersten positiv getesteten Patienten in Kraft war, hätte sich ein Hineintragen des Virus nur verhindern lassen, wenn man das komplette Klinikpersonal hätte im Prinzip isoliert und rund um die Uhr vor Ort gelassen mit internen Schichtwechsel, was unrealistisch ist. Man kann das Pflegepersonal ja nicht nach Hause lassen nach Dienstende, sodass halt da das Hineintragen des Virus aufgrund des Klinikpersonals ist, was dort rein und raus ging. Und rein und raus musste. Gefahr besteht hauptsächlich auch, wenn man jetzt den Stationsbetrieb beobachtet oder sich anschaut, dass halt man die Gefahr läuft, da das Virus sich ja an Oberflächen absetzt, dass man halt aufgrund des fehlenden Schuhüberzuges, der Schuhüberzieher, allein durch die Schuhe vom Schuhwerk her, die den Virus unter Umständen von einem zum nächsten tragen kann, wenn man jetzt in einem positiv getesteten Patientenzimmer war und dann ein normales Patientenzimmer betritt, da man halt mit den fehlenden Schuhüberziehern nicht die Möglichkeit hat, sich diesbezüglich zu schützen bzw. die Patienten zu schützen von dem Übergreifen des Virus von einem Zimmer aufs nächste. Wie viele Kollegen und Patienten von Ihnen wurden auf Covid-19 positiv getestet und wie war der Krankheitsverlauf? Wie viele gelten als geheilt? Hierzu fehlen mir konkrete Zahlen. Nach meinem Wissen ist kein positiv getesteter Patient bisher beatmungs- und intensivpflichtig geworden. Was den Krankheitsverlauf betrifft, was generell zu beobachten ist, wenn die Patienten von Symptomen her Fieber und Temperaturanstieg zeigen, dass das Fieber für einen Tag jenseits von 39 Grad anstieg, dann wieder abfiel und wieder im Normalbereich war. Sie selbst sind ja gerade unter Quarantäne, seitdem Sie Symptome der Erkrankung gezeigt haben. Wie geht es Ihnen und welche Schritte hat die Klinikleitung eingeleitet? Ich wurde aufgrund der Symptome getestet und bis zum Abgehen der Symptome und zweifacher negativer Testung vom Dienst freigestellt. Verstehe ich das richtig? Wenn Sie positiv getestet werden, wird die Quarantäne aufgehoben und Sie dürften trotzdem weiterhin arbeiten? Außer Sie lassen sich krank schreiben und haben dadurch noch Nachteile. Obwohl dies eigentlich die Klinik durch fahrlässige Dienstanweisung zu verschulden hat? Welche Anweisung gibt es seitens der Schweizer Regierung? Jein. Also bei positiver Testung und keine Anzeichen irgendwelcher Symptome, da heißt es vom Bundesamt für Gesundheit, sind Klinikpersonal dazu angehalten, weiter Dienst zu leisten, beziehungsweise die Hausärzte angehalten, Pflegepersonal, Krankenhauspersonal, nicht zuvor eilig krank zu schreiben. Na klar, bei Symptomen und positiver Testung ist natürlich ein Dienst nicht möglich und wird auch nicht gefordert. Das Robert-Koch-Institut schreibt auf seiner Internetpräsenz: Eine weltweite Ausbreitung des Erregers ist zu erwarten. Hiervon werden Länder mit geringen Ressourcen im Gesundheitssystem besonders stark betroffen sein. Aber auch in Ländern wie Deutschland könnte dies zu einer hohen Belastung der medizinischen Versorgung führen. Falls immer mehr Fälle in Deutschland auftreten, die nicht mehr auf einen bereits bekannten Fall zurückgeführt werden können und deutlich würde,
dass die Verbreitung auf Dauer nicht zu vermeiden ist, wird die Bekämpfungsstrategie schrittweise angepasst. Dann konzentriert sich der Schutz stärker auf Personen und Gruppen, die ein erhöhtes Risiko für schwere Krankheitsverläufe aufweisen. Klammer auf, Protektion, Schutzstrategie vulnerabler Gruppen, Klammer zu. Am schwersten sind also Länder betroffen, deren Gesundheitssysteme nur geringe Ressourcen zur Verfügung stehen hat. Das liegt wahrscheinlich größtenteils an den eben geschilderten Zuständen in den Krankenhäusern. Italien und Spanien, dort wo Covid-19 besonders stark wütet, gehört das Gesundheitssystem nicht gerade zu den besten. Durch immense Einsparungen der Gesundheitspolitik wurden die Gesundheitssysteme systematisch geschwächt und stehen nun durch die Pandemie kurz vorm Kollabieren. Wie ist unsere Bundesregierung seit dem Bekanntwerden der Coronavirus SARS-CoV-2 umgegangen und welche weitreichenden Maßnahmen zur Eindämmung des Virus wurden erlassen? Januar 2020. Spahn betont, anders als bei der großen SARS-Epidemie in Asien 2003, funktionieren der Austausch der internationalen Gemeinschaft. Und auch China gehe transparenter mit der Lage um als vor einigen Jahren. Daher könne man sich besser vorbereiten. Es sei wichtig, die Krankheit einzuordnen. Spahn verwies in diesem Zusammenhang auf die Grippe, an der in Deutschland jedes Jahr bis zu 20.000 Menschen sterben. Auch das ist eben ein Risiko, das wir jeden Tag haben. Bei der neuen Lungenkrankheit sei das Infektionsgeschehen im Vergleich dazu milder. Wir nehmen das sehr ernst, wir sind wachsam, aber mit kühlem Kopf auch gleichzeitig. Das, was anders ist als etwa bei SARS vor einigen Jahren, ist, dass die internationale Gemeinschaft, dass der Austausch sehr gut funktioniert, dass auch China wesentlich transparenter als vor einigen Jahren damit umgeht und dass wir uns insgesamt dadurch besser vorbereiten können. Was ich aber auch wichtig finde, Frau Miosga, ist, dass wir das alle für uns einordnen. An Grippe, die Grippewelle startet gerade, sterben in Deutschland bis zu 20.000 Patienten im Jahr. Und ich will jetzt nur mal darauf hinweisen, dass auch das eben ein Risiko ist, das wir jeden Tag haben. Der Verlauf hier, das Infektionsgeschehen, ist sogar deutlich milder, als wir es bei der Grippe sehen. Deswegen sage ich noch einmal, wir nehmen das sehr, sehr ernst, was da in China passiert. Wir tauschen uns täglich auch aus. Ich bin unseren Experten, etwa beim Robert-Koch-Institut, sehr, sehr dankbar für ihre Arbeit. Aber ich finde es eben auch wichtig, dass wir das insgesamt so einordnen, dass wir dann auch mit der nötigen Ruhe daran gehen können. Das Coronavirus hat Deutschland erreicht. Ein Mann aus dem Landkreis Starnberg in Bayern hat sich infiziert, erklärte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in München. Er wurde isoliert, wird medizinisch versorgt und befindet sich klinisch in einem guten Zustand. Das Risiko für eine Ausbreitung des Virus in Deutschland ist aber nach wie vor gering. Spahn mahnt zur wachsamen Gelassenheit. Es müsse im Einzelfall entschieden sowie angemessene und verhältnismäßig vorgegangen werden. Die Gefahr durch das neue Virus für die Gesundheit der Menschen bleibe weiterhin gering, sagte Spahn unter Berufung auf das Robert-Koch-Institut. Wir nehmen die Situation sehr, sehr ernst. Wir haben uns gut vorbereitet, bereiten uns weiterhin gut vor. Wir nehmen das, auch den Virus sehr, sehr ernst, dürfen aber eben nicht hektisch werden. Und ich finde das eben sehr wichtig, sowohl bei uns in unserer täglichen Arbeit, aber auch in der Informationspolitik. Denn für übertriebene Sorge gibt es keinen Grund. Februar 2020. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat weitere Schutzmaßnahmen bei einer Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Deutschland nicht ausgeschlossen. Beim Auftreten von Infektionen in einer Stadt oder Gemeinde werde entschieden, welche Maßnahmen im öffentlichen Raum notwendig seien, sagte der CDU-Politiker. Grundsätzlich lassen sich keine Maßnahmen ausschließen. Gleichzeitig stellt sich immer die Frage der Verhältnismäßigkeit. Die Corona-Epidemie ist als Epidemie in Europa angekommen. Und deshalb müssen wir damit rechnen, dass sie sich auch in Deutschland ausbreiten kann. Wir bleiben unserer Handlungsmaxime treu. Wir bleiben aufmerksam. Wir bereiten uns auf alles vor. Wir reagieren aber auch jederzeit angemessen und verhältnismäßig. Das Infektionsschutzgesetz sehe verschiedene Möglichkeiten vor, um ein Infektionsgeschehen zu begrenzen. Zwischen der Absage von Großveranstaltungen, der Schließung von Einrichtungen wie Schulen oder Kitas bis hin zum Abriegeln ganzer Städte gab es zahlreiche Zwischenstufen.
Es müsse im Einzelfall entschieden sowie angemessen und verhältnismäßig vorgegangen werden. Obwohl beispielsweise die Masern deutlich ansteckender seien als Corona, würden auch bei Maserninfektionen keine Städte gesperrt, sagte Spahn. Er zeigte sich aber nach wie vor überzeugt, dass Deutschland bestmöglich vorbereitet ist. Spahn sieht Deutschland am Beginn einer Epidemie. In einer Telefonkonferenz habe er seine Ministerkollegen aus den Ländern gebeten, ihre Pandemiepläne zu aktualisieren und gegebenenfalls in Kraft zu setzen. Außerdem habe er sich mit Vertretern aus den Gesundheitssektoren, Ärzten, Krankenkassen, Kliniken, Apotheken und Pflegeeinrichtungen getroffen, um über angemessene Reaktionen zu beraten. Im Interview mit der Tagesschau wandte sich Spahn gegen das pauschale Absagen von Großveranstaltungen. Es sei guten Abend, auch Herr Spahn. Eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Guten Abend, Herr Zamparoni, hallo. Wir befinden uns am Beginn einer Corona-Epidemie in Deutschland, haben Sie heute gesagt. Worauf müssen wir uns da denn jetzt einstellen? Wir haben eine neue Qualität, weil wir bis jetzt bei den Infizierten in Deutschland immer eine direkte Verbindung zu China herstellen konnten, zum Ausbruchsgeschehen in China, in Wuhan insbesondere. Und das ist jetzt in Nordrhein-Westfalen erstmalig nicht der Fall. Wir haben gleichzeitig eine Situation, dass es möglicherweise hunderte Kontaktpersonen geben könnte. Es war ja Karneval im Rheinland in der Region und auch entsprechende Teilnahme an Veranstaltungen. Und diese neue Qualität ist eben, dass das es jedenfalls sehr, sehr schwer macht, jetzt auch jeden einzelnen Kontakt herauszufinden, zu identifizieren und zu isolieren. Die Behörden vor Ort bemühen sich darum. Aber man muss ehrlicherweise sagen, das ist ein großes Stück Arbeit, das nicht unbedingt gelingen muss. Und das wollte ich einfach auch deutlich machen, dass das eben diese neue Qualität jetzt hat. Spahn zieht in einer Regierungserklärung ein vorwiegend positives Fazit zur bisherigen Bewältigung der Coronavirus-Krise. Das neuartige Virus stelle für die Gesellschaft eine große Herausforderung dar, betonte er bei seiner Rede im Bundestag. Für uns als Gesellschaft ist die aktuelle Lage eine große Herausforderung. Die Folgen von Angst können weit größer sein als die durch das Virus selbst. Mit Blick auf die knapp werdenden Vorräte von Atemmasken und Schutzkleidung wies Spahn auf das Exportverbot für solche Artikel hin, das die Bundesregierung am Vormittag erlassen hatte. Demnach soll medizinische Ausrüstung zentral durch den Bund bzw. das Gesundheitsministerium beschafft werden. Und zwar für Arztpraxen, Krankenhäuser und Bundesbehörden. Zudem ist der Export von Schutzkleidung verboten. Die Vorgaben der Mindestbesetzung von Pflegekräften in Krankenhäusern vorerst aufgeweicht werden. Um die Kliniken zu entlasten, würden die festen Personaluntergrenzen für bestimmte Stationen bis auf Weiteres außer Kraft gesetzt. März 2020. Spahn appelliert an Veranstalter von großen Events mit mehr als 1000 Menschen, diese abzusagen. Er sprach sich aber dagegen aus, Kitas oder Schulen präventiv zu schließen. Jeder Bürger müsse sich fragen, worauf er verzichten könne. Ein Punkt waren auch Großveranstaltungen. Ab 1000 Menschen verfahren ja viele Länder im Ausland so, dass Großveranstaltungen da abgesagt werden. Jens Spahn hat da einen Appell, Großveranstaltungen abzusagen. Warum nur der Appell? Naja, man muss natürlich sagen, so ein Appell eines Bundesgesundheitsministers, der hat natürlich schon ein sehr, sehr starkes Signal, wenn der das sagt. Er hat es heute auch wirklich noch mal mehrfach betont und hat noch mal gesagt, er rät sehr stark dazu. Also ich würde fast davon sprechen, es ist eigentlich ein, würde ich sagen, es ist eigentlich ein etwas, was er ja, empfiehlt, aber eben was er auch ganz stark meint. Ja, das ist ganz interessant. Der Gesundheitsminister setzt ganz klar auf die Eigenverantwortung jedes Einzelnen und dementsprechend eben auch auf die Verantwortung jedes Einzelnen für die Gesellschaft, sich so zu verhalten, dass sich dieses Virus eben möglichst langsam ausbreitet. Das RKI warnt vor Reisen nach Italien. Spahn schreibt in einem Gastbeitrag für die Bild, nach den ersten beiden Todesfällen in Deutschland sei der Höhepunkt der Epidemie noch nicht erreicht. Wir erwarten einen weiteren Anstieg der Infektion. Und es werde weitere Einschränkungen im Alltag geben. Flächendeckende Schulschließungen sehe er aber skeptisch. Fest steht, der Höhepunkt der Ausbreitung ist noch nicht erreicht. Das Gesundheitsministerium warnt vor Fake News. Es kursieren Gerüchte im Netz, wonach die Bundesregierung weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens planen. Dies sei falsch. Wenige Tage später wird das öffentliche Leben in Deutschland massiv eingeschränkt. Am 24. März 2020 kündigte Gesundheitsminister Jens Spahn die Änderung des Infektionsschutzgesetzes an.
Am darauffolgenden Tag, 25. März 2020, hat der Bundestag ein immenses Maßnahmenpaket verabschiedet. Auch eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes ist davon umfasst. Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Am 27.03.2020 beschloss der Bundestag die Änderung des Infektionsschutzgesetzes und somit seine eigene Entmachtung. Dies führt zu einer Kompetenzverschiebung auf die Exekutive. Der Gesetzentwurf sah in seiner ersten Fassung vor, dass die Bundesregierung, genauer gesagt das Bundesgesundheitsministerium, ermächtigt werden soll, eine epidemische Lage von nationaler Tragweite festzustellen. In einem zweiten Schritt sollte sie dann ermächtigt werden, durch Rechtsverordnung die Grundlage für Regelungen von beträchtlicher Reichweite zu schaffen, die tief in die Grundrechte der Bürger eingreife. Der Gesetzentwurf sah in seiner ersten Fassung vor, dass die Bundesregierung, genauer gesagt das Bundesgesundheitsministerium, ermächtigt werden soll, eine epidemische Lage von nationaler Tragweite festzustellen. In einem zweiten Schritt sollte sie dann ermächtigt werden, durch Rechtsverordnungen die Grundlage für Regelungen von beträchtlicher Reichweite zu schaffen, die tief in die Grundrechte der Bürger eingreife. Dies wurde vom Bundestag insoweit abgeschwächt, dass nun das Parlament diese epidemische Lage feststellen muss und diese Notlage auch zeitlich auf ein Jahr befristet ist. Welche Grundrechte sind davon betroffen? Die Freiheit der Person, die Versammlungsfreiheit, die Freizügigkeit, die Unverletzlichkeit der Wohnung. Völlig neu und für die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger schwerwiegender ist die Befugnis, auf Daten von Reisenden zuzugreifen. Das Bundesgesundheitsministerium soll nun gemäß § 5 Absatz 2 Infektionsschutzgesetz im Wege der Anordnung von Ihnen verlangen können, etwa Angaben über Ihren Gesundheitszustand oder Impfschutz zu machen. Handydaten werden jetzt schon von RKI ausgewertet, um besser beobachten zu können, wie sich das Coronavirus verbreitet. Nutzt das Robert-Koch-Institut seit Mitte März Handydaten der Telekom und wertet sie aus. In den vergangenen Wochen ist auch viel über eine App diskutiert worden. Diese soll schon ab Mitte April verfügbar sein. So wird es möglich, im Falle einer Infektion nachzuvollziehen, mit welchen Personen eine Nutzerin Kontakt hatte und an wen sie warnen muss. Dadurch soll die Zahl der Standortdaten oder Bewegungsprofile soll nicht erhoben und erstellt werden und auch soll diese App vorerst freiwillig sein. Dies könnte sich aber jederzeit ändern, denn durch die Änderung des Infektionsschutzgesetzes hat die Bundesregierung die Befugnis, im eigenen Ermessen Rechtsverordnung für Maßnahmen zur Bekämpfung einer Epidemie zu erlassen. Im Kampf gegen die Viruserkrankung Covid-19 ergreifen Bund und Länder nie dagewesene Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Virus, was dabei nicht auf der Strecke bleiben darf, Bewahrung und Bewährung des demokratischen Rechtsstaats. Merkel sagt in ihrer Ansprache am 18.03.2020: Wir sind eine Demokratie. Wir leben nicht von Zwang, sondern von geteiltem Wissen und Mitwirkung. Man kommt nicht ohnehin zu fragen, wo die Maßnahmen der Bundesregierung nicht ohne Zwang ausgeübt werden. Das gilt auch streng. Das müssen wir noch mal betonen. Für rückkehrende Menschen aus den Risikogebieten gelten streng die Verfügungen, die erlassen sind. Das ist keine Option, das ist Zwang. Wer sich nicht an die auferlegten Maßnahmen hält, den drohen Geldstrafen oder sogar Freiheitsstrafen. Die Polizei erlaubt sich Hausbesuche. Wer sich in einer fremden Wohnung aufhält, könnte bestraft werden. Familienpicknick im Freien kostet 250 Euro. Mecklenburg-Vorpommern erlaubt nur noch Einreisen für Bürger mit Hauptwohnsitz. In Sachsen entscheidet die Polizei, ob jemand sich zum frische Luft holen zu weit von seiner Wohnung entfernt hat. Alleine auf einer Parkbank sitzen, in Bayern und Sachsen verboten. Sind solche Maßnahmen aus Sicht der Virologen noch maßvoll? Aus epidemiologischer Sicht und aus hygienischer Sicht ist das alleinige Sitzen auf einer Parkbank in Bezug auf das Infektionsrisiko mit Covid völlig unbedenklich. Man muss sich sogar fragen, ob solche Regeln oder solche Verbote nicht auch eine Gefahr bergen. Und es könnte sein, dass man das so interpretiert, dass eben die Luft bereits kontaminiert ist und deswegen man nicht in der freien Luft sein kann. Das Gegenteil ist aber der Fall. Der Aufenthalt in der freien Luft ist definitiv gesünder als in geschlossenen Räumen.
Sachsen droht derweil Quarantäneverweigerern mit Psychiatrie. Wer sich nicht an die Quarantänemaßnahmen hält, soll gegebenenfalls in eine Psychiatrie untergebracht werden. Die Sozialministerin Petra Köpping erklärte dazu, dass es notwendig sei, die Einhaltung der Regeln mit Zwang durchzusetzen. Sind diese getroffenen Regelungen überhaupt verfassungsmäßig? Viele Verfassungsrechtler schlagen wegen schwerwiegender Grundrechtseingriffe Alarm. Der demokratische Rechtsstaat sowie der Föderalismus seien in Gefahr. Christoph Möllers, Professor für öffentliches Recht an der Berliner Humboldt-Universität, warnte in der Welt am Sonntag vor einer Verschiebung der rechtlichen Maßstäbe. Das Infektionsschutzgesetz, das jetzt zur Grundlage des politischen Handelns gemacht wird, gibt die weitreichenden Einschränkungen der Freiheitsrechte der Bürger einfach nicht her. Der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, formuliert seine Bedenken. Notlagemaßnahmen rechtfertigen nicht die Außerkraftsetzung von Freiheitsrechten zugunsten eines Obrigkeits- und Überwachungsstaates, warnt er und nennt die geltenden Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen schwerwiegende Grundrechtseingriffe. Wenn es um die Erstellung und Auswertung von Bewegungsprofilen von Personen geht, ist die Grenze des Zulässigen überschritten. Die Wahrnehmung der Freiheitsrechte einer Person darf nicht total erfasst und registriert werden, sonst ist eine unbefangene Wahrnehmung dieser Freiheitsrechte nicht mehr möglich. Sollte bei der Bekämpfung des Coronavirus nicht auch darauf geachtet werden, dass verfassungsrechtliche Grundsätze nicht ausgehebelt werden? Die Gewaltenteilung eines Rechtsstaates ist ein tragendes Organisations- und Funktionsprinzip und dient dazu, die Exekutive vor Fehlern zu bewahren. Im Grundgesetz werden die Bürger sogar dazu aufgerufen, Widerstand zu leisten, der versucht, die Ordnung zu beseitigen, die in dem Grundgesetz stehen. In Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes heißt es: Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Gemeint ist die Ordnung der parlamentarischen Demokratie, des sozialen und föderalen Rechtsstaates, die in Artikel 20 Absatz 1 bis 3 genannt werden. Die Änderung des Infektionsschutzgesetzes beseitigt die Ordnung des Grundgesetzes und die Bürger sind dazu aufgerufen, den Erhalt dieser durch Widerstand zu schützen. April 2020. Der Virologe Hendrik Strieck kritisierte bei Lanz Corona-Maßnahmen und lieferte erstaunliche Erkenntnisse über das Coronavirus und Covid-19. Und da finde ich auch ein bisschen das Problem in unserer Diskussion bisher, dass wir sehr über Spekulationen und Modellrechnungen reden. Also, und da muss ja nur ein Faktor in so einer mathematischen Rechnung falsch sein, dann fällt das alles zusammen wie ein Kartenhaus. Ich finde es eigentlich genau, das muss man machen gerade, dass man die Daten zusammensammelt und wirklich Fakten schafft, dass man auch auf deren Basis Empfehlungen aussprechen kann und auf deren Basis auch Entscheidungen treffen kann. Strieck erforscht im besonders betroffenen Kreis Heinsberg mit seinem Team derzeit die Ausbreitung des Erregers. Anfänglich hat er sich mit dieser Studie noch zurückgehalten, da er dachte, dies ist eine Aufgabe der Bundesoberbehörde, weil sie ja auch diejenigen sind, die Empfehlungen aussprechen. Als er dann aber realisiert hatte, dass das Robert-Koch-Institut kein Interesse hatte, so eine Studie durchzuführen, entschied Streeck und sein Team, diese selbst durchzuführen. So eine Studie muss gemacht werden, damit wir für die Politik und auch für die Bürger Antworten finden, erklärt Streeck. Darf ich mal fragen, hat das Robert-Koch-Institut diese Studien dort in Heinsberg, wo man das ja sozusagen beispielhaft betrachten kann, haben die das dort auch untersucht? Nein, das hat mich selber auch gewundert, dass sie das nicht gemacht haben. Wir haben uns von unserer Seite erstmal zurückgehalten, weil wir dachten, das ist eine Aufgabe der Bundesoberbehörde, sowas zu machen, weil sie ja uns auch Empfehlungen, also auch für die Diagnostik ja Empfehlungen an die Hand geben, wen man testen soll, wen man nicht testen soll. Und als ich dann gelernt habe, dass das Robert-Koch-Institut so eine Studie nicht macht, aber auch nicht andenkt, fand ich das eigentlich fast eine Pflicht als Virologe, dass wir das machen sollten. Virologe Hendrik Strieck hatte am 9. April 2020 im Beisein von Ministerpräsident Armin Laschet erste Ergebnisse seiner Studie aus Heinsberg vorgestellt und sich für Lockerung der aktuellen Maßnahmen ausgesprochen. Wie mehrere Medien berichtet hatten, stößt die Studie auf Kritik anderer Wissenschaftler.
So habe unter anderem der Virologe Christian Drosten bei einem vom Kölner Science Media Center organisierten Gespräch gesagt, man könne aus Streaks Pressekonferenz gar nichts ableiten. Streak wehrte sich. Zwischenergebnisse werden auf Kongressen ständig und auf der ganzen Welt mitgeteilt. Nur dies ermöglicht eine jeweils aktuelle wissenschaftliche Diskussion. Zu behaupten, dies sei unwissenschaftlich, stimme schlichtweg nicht, merkte der Forscher an. Anstatt zu kritisieren, sollte doch eigentlich im Kampf gegen das Coronavirus zusammengearbeitet werden, um so viele Fakten und Daten über das Coronavirus zu sammeln. Die Information, die wir in dieser Reportage zusammengetragen haben, wirft umso mehr die Frage nach der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen auf. Besonders da die Maßnahmen weitreichende Folgen auf das Leben der Bürger hat und massiv in seine Grundrechte eingegriffen wird. Was auch die Zukunft bringen mag, eins ist sicher. Das Leben, das wir kennen vor der Corona-Krise, wird es so nicht mehr geben.